Ja, Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem etwas anderen Video bei The Buzz, wo wir zwar ein bisschen fahren werden, aber ohne viel Quatscherei, sondern einfach mal ein bisschen die Frage beantworten bzw. die Vermutung aufstellen auf eure Frage, kommt eine Konsolenversion und wann kommt sie? Wir wissen ja, es kommt eine Konsolenversion, das dauert aber noch ein bisschen, aber vielleicht eure Hoffnung, eure Vermutung, kommt denn auch eine Konsolenversion für die PS4 und die Xbox One, wo ich ein strikter Gegner dafür bin, dass wirklich die Version für diese beiden alten Konsolen kommt. Warum? Weil die Ressourcen im Endeffekt für die Entwickler dementsprechend nicht nur auf die neuen Konsolen ausgelegt werden kann. Aber trotzdem möchte ich euch ganz gerne mal aufzeigen, aus meiner Perspektive, von meiner Meinung aus, wie die Spiele hier auf den einzelnen Konsolenversionen aussehen kann. Wir haben ja im Endeffekt die Xbox Series X, S und die PS5 als aktuellste Konsolengeneration. Dazwischen haben wir noch die Xbox One X und die PS4 Pro und die alten Konsolen, die PS4 und die Xbox One. Und dazu möchte ich euch ganz gerne mal hier rechts in dem Fenster so ein bisschen aufzeigen, was ich jetzt angestrebt habe. Volle Auflösung bei PC und den neuesten Konsolenvarianten. Wobei bei der neuesten Konsolenvariante werden wir ein paar grafische, ja, ich sag jetzt mal, Nachteile haben. Wir werden ein bisschen an Qualität der Spiegel, Vegetation und Schatten arbeiten. Für die Xbox One X habe ich ja eine Auflösung von ungefähr 2048x1152 angestrebt, dass wir trotzdem noch in diesem Verhältnis 16:9 bleiben. Bei der PS4 Pro, die ja vermeintlich schwächer als die Xbox One X ist, wird es bei Full HD bleiben, bei selbiger Grafikauflösung oder Grafikeinstellung von insgesamt hoch in diesem Spiel. Die PS4 sieht ich ungefähr natürlich höher als die Xbox One an, bei 1366x768 und die Xbox One bietet im Endeffekt nur HD mit 1280x720. Und die Grafikeinstellungen werden wir ungefähr bei normal lassen. Also wie gesagt, wir werden das ungefähr versuchen anzustreben, dass das Bildverhältnis einigermaßen gleich bleibt, die Grafik wird geändert und was hinzukommt, wir werden natürlich die Verkehrsdichte und die Passantendichte jeweils ein wenig niedriger schrauben. PC höchste Variante bei den aktuellen Konsolen zwischen 80 und einem Wert von 75. Bei Xbox One X und der PS4 Pro werden wir 50 bei beiden anstreben. Bei der PS4 Variante ein Wert von jeweils 25 und bei der Xbox One müssen wir nochmal Abstriche machen, da werden wir nämlich eine Fahrzeugdichte von gerade einmal 10, 15 machen, also weniger Fahrzeuge, dafür natürlich aber auch 25 an Passantendichte lassen, dass wir auch wenigstens ein paar Fahrgäste reinlassen. Warum das Ganze? Ich habe wie gesagt öfter schon gesagt, ich finde es halt schade, dass Leute immer noch auf den alten Konsolen hängen geblieben sind, nachdem eigentlich jetzt schon 4, 5 Jahre vergangen sind und es die aktuellsten Konsolen gibt. Vielleicht sind es auch nur 4 Jahre, aber trotz alledem muss man da leider ein bisschen loslassen, weil dementsprechend kommt man den Entwicklern entgegen, weil die wollen ihre Marge an Spielen natürlich auch verkaufen und wissen, wie viele Leute noch auf den ganz alten Konsolen unterwegs sind und wiederum natürlich Leute sehr schnell meckern, warum das Spiel so schlecht läuft und das ist halt einfach das Riesenproblem. Die Spiele werden immer umfangreicher, werden immer detaillierter, werden immer vielfältiger und das bieten die alten Konsolen einfach nicht mal. Also ich hoffe mal, ihr könnt euch da so einen kleinen Einblick verschaffen. Nicht wundern, wenn bei manchen Grafikeinstellungen einfach auch mal richtig schön die Farbe verblasst. Ich kann nur das machen, was mir das Spiel quasi hier vorgibt. Ich kann gucken, ob ich es quasi beim Produzieren später vielleicht ein bisschen mehr Farbgebung dazu gebe. Ihr werdet es ja wahrscheinlich sehen. Aber trotzdem, dann könnt ihr euch mal ein ungefähres Bild machen. Ich habe mich nach den Werten so ein bisschen gerichtet, was zum Beispiel ein Cyberpunk aufgibt. Cyberpunk ist einer der wenigen Spiele, die alle Konsolenvarianten mit dabei haben. Und da fällt es auch sehr schnell auf, dass eine Xbox One, aber auch eine PS4 sehr viel in Sachen Grafik einbüßen müssen. Auflösung sowieso, da ist eine dynamische Auflösung. Das heißt, wir haben eine Mindestauflösung, zum Beispiel HD. Und sie wird immer währenddessen, je nachdem, wo die Ressourcen gut liegen, ein bisschen hochskaliert. Wobei man auch sagen muss, dass da die Bildwährungsrate selbst bei Xbox One, bei Cyberpunk teilweise wirklich gerade bei 20 Bilder pro Sekunde liegt, was natürlich eigentlich schon fast unspielbar ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir werden wahrscheinlich so 3 bis 4 Szenen so einführen. Jetzt einfach mal die Szene hier. Da werden wir jetzt ein bisschen durchscrollen. Dann werden wir uns mal auf die Straße ein bisschen begeben, im Stehen, dass die Autos an uns vorbeifahren und während der Fahrt, wie das Ganze ausschaut. Wie gesagt, ganz viel Spaß. Legen wir los. Musik läuft schon so ein bisschen im Hintergrund und schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare.
Ja, Freunde, das war's gewesen. Wie gesagt, bedenkt so ein bisschen daran, ich konnte leider nur das umsetzen, was quasi mir das Spiel als Möglichkeiten gibt, sei es Auflösung, sei es auch die Grafikqualität. Ich weiß, dass zum Beispiel gerade die Sättigung, die Farbgebung hier ordentlich nachgelassen hat. Ich werde mal gucken, ob ich das vielleicht nachher beim Video bearbeiten da ein bisschen beheben kann, damit es nicht ganz so verfälscht aussieht. Aber auf das könnt ihr euch im Endeffekt doch ein bisschen vielleicht so Pi mal Daumen vorbereiten, was euch erwartet, wenn ihr hofft, dass es auch auf die alten Konsolen zurückkommen. Wenn man auch überlegt, ich habe nämlich dadurch, dass ich ein paar Informationen gesammelt habe über die ganzen Auflösungen, welche Spiele aktuell zum Beispiel Xbox One und PS4 Varianten anbieten und welche Auflösung die auch haben, die Xbox One S, die also bessere Variante, die eigentlich, sagen wir mal, auch 4K Gaming das erste Mal angeboten hatte, kam 2016 raus. 2016, das sind fast gute 7, bald 8 Jahre, als die herauskam. Allein auch schon die Xbox One X, die kam 2017 raus. Das sind 6 Jahre, das ist eigentlich schon unglaublich. Und wie gesagt, 2 Jahre später kamen eigentlich auch schon die neuen Konsolen. 2019 kamen sie endlich raus. Und das sind halt mittlerweile auch schon 4 Jahre. Ich will keinen Appell an euch jetzt irgendwie hier liefern. Bitte holt euch neue Konsolen. Aber wenn, dann, ja, haltet die Messlatte einfach weiter niedrig. Nicht, dass ihr wirklich sagt, warum ist hier auf der Xbox One oder auf der PS4 so eine Grafik? Gar vielleicht auf der PS4 Pro oder Xbox One X, weil vielleicht auch die Entwickler sich sagen, ganz ehrlich, wir machen jetzt hier keine Abstriche noch über 2, 3 weitere Konsolengenerationen. Überlegt euch das ganz gut, guckt euch die Angebote an. Wenn ihr über Konsole unterwegs sein wollt, dann holt, oh, wir haben gerade rot, schade, dann holt euch wirklich, egal ob die Xbox Series S, X oder aber auch die PS5, wenn ihr besseres, schöneres Gaming haben wollt. Man muss aber eins noch festhalten, ich glaube, die Grafik, die ich jetzt so ein bisschen für die aktuellen Konsolen aufzeigen konnte, mit ein paar kleinen, sagen wir mal, Widrigkeiten, sei es zum Beispiel Schattenqualität, die habe ich einfach mal runtergesetzt, weil die ist von Hause aus, genauso wie die Spielqualität, die wird meist ein bisschen runtergesetzt, um das Spiel ein bisschen flüssiger zu machen. Die wirkt auf alle Fälle schon mal realistisch und zu dem, was später in ein paar Jahren kommen könnte hier bei The Buzz. Also wie gesagt, wenn die Wünsche da sind für die Xbox One, PS4, könnt ihr euch gerne wünschen, aber ich denke mal, die Grafik, die sagt schon alles, gerade auch von der Spielqualität nimmt hier vieles ab. Und kleiner Hinweis am Rande, nicht wundern, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Werbebanner haben oder so, wir arbeiten hier sehr viel mit Mods, kein Qualitätsmods, einfach ein paar kleine Einzelheiten wie Werbebanner, Originalmarken und so, die wird es im Originalspiel nicht geben. Wir werden sehen, ob natürlich das Ganze vielleicht irgendwie noch auf der Konsole später umgesetzt wird, dass ihr auch Mods installieren könnt, à la Landfischer Simulator 22, da ist es ja auch möglich. Das war's gewesen. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Ganzen haltet. Habt ihr trotzdem die Hoffnung, dass es für die ganz alten Konsolen rauskommt? Oder sagt ihr euch auch lieber für die aktuellen Konsolen? PC ist sowieso klar. Und lasst bitte die alten Konsolen weg. Da bin ich mal gespannt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Oh. Oh. Oh shit. Kann mir jemand helfen? Hallo? Taxi? Helfen? Nee? Irgendjemand? Vielleicht? Ja, so. Ich hab ein Problem.